Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 202. Folge. Ja, tatsächlich zur 202. Folge des Elex Let's Plays, wo letzte Folge hier ja Radok getroffen haben und mit denen noch nicht gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, ob der schon in der Stadt war. Das hatte ich letzte Folge ja schon gesagt, beziehungsweise ich weiß nicht, ist egal. Wir hatten ja einen ausgestoßenen Alp. Ich weiß nicht, ob er es war, aber wir reden einfach mal mit ihm. Du siehst aus, als hättest du schon einmal große Elex-Kräfte besessen. Vermutlich ein ehemaliger Soldat des Eispalastes oder sogar ein Commander? Aber so wie du dich kleidest, ist das offenbar schon eine Weile her. Bist du wie die Kleriker zum Sterben hergekommen oder um Ware in Empfang zu nehmen? Was kann mir ein Separatist schon anbieten? Die Waffen meiner Gegner. Nie benutzt, nur einmal fallen gelassen. Die meisten begehen den Fehler und unterschätzen uns in vielerlei Hinsicht. Und bevor du dich fragst, wo der Rest meiner Einheit ist, du wirst sie nicht finden. Ich bin allein unterwegs und so soll es auch bleiben. Trotzdem kann etwas Abwechslung nicht schaden. Seit das Elex nicht mehr konstant in meinen Körper strömt, genieße ich von Zeit zu Zeit die Gesellschaft anderer. Pike schickt mich, wer ist Pike? Speichern. Ist Pike, ich muss ganz kurz gucken, nicht, dass ich aus Versehen dort jetzt gerade eine Quest abschließe, die ich nicht machen möchte. Abessa, Waffenembargo. Pike will, dass ich ihren Kontaktmann außerhalb der Kuppel treffe. Genau, das ist das, was ich eben nicht möchte. Okay, alles klar. Dann erzähl mir von dem Vorfall mit den Klerikern. Das machen wir nicht, weil ich finde es gut, für Separatisten zu arbeiten, aber ich habe... es ist einfach nicht meine Welt. Lass mal nicht machen. Erzähl mir vom Vorfall mit den Klerikern. Ich musste sie töten, ohne dass ein Wort verschwendet wurde. Ihr Fanatismus ist mir fremd. Dennoch hat er gereicht, mich zu attackieren. Zwei von ihnen konnte ich erwischen. Die anderen beiden sind noch in der Nähe. Gut, dass du keiner von ihnen bist. Die Gefahren, denen wir Separatisten uns stellen müssen, nehmen mit jedem Tag zu. Aber wir führen die Unterhaltung besser später weiter. Da scheint jemand seine Niederlage ungeschehen machen zu wollen. Schnell, entscheide dich. Wirst du mir im Kampf beistehen? Ja, machen wir. Du kannst auf mich zählen. Gut. Zieh deine Waffe und dann befreien wir uns von dieser Last. Dich hole ich mir. Was kommt denn da? Ah ja, perfekt. Jetzt. Kleriker. Das machen wir. So, der muss noch sterben. So, Tod der Verfolgung. Haben wir die Quest damit abgeschlossen? Das war jetzt nur eins von zwei. Aber ganz ehrlich, gegen Kleriker, da habe ich kein Problem zu fighten. Ich habe ein Problem damit zu fighten gegen Outlaws. Das ist eigentlich mein größtes Problem. Und gegen Separatisten. Der Rest ist mir egal. Berserker habe ich auch kein Problem zu töten. So, perfekt. So. Die Kleriker liegen im Staub. Und kein Zeichen von ihrem sogenannten Gott. Das sollte dem Rest von ihnen zu denken geben, wenn sie ihre Leichen verscharren. Da, nimm das. Betrachte es als Gegenleistung dafür, dass du mir nicht in den Rücken gefallen bist. Okay, wie gesagt, das mit Pike machen wir nicht. Dann haben wir hier das als... Wow. Naja, das passt schon. Und dann erkunden wir hier weiter. Weiß. Also das ist eine Größenordnung von Sidequests, bei der ich sage, mache ich mit. Die Kiste neben ihnen loote ich übrigens nicht, ne? Nur so. Ich bin ja manchmal so, dass ich kein großer Fan bin von riesengroßen Sidequests, aber das hier war... Es war okay. Es gibt echt Schlimmeres an Sidequest-Größen. Wo ich sage manchmal so... aber das hier war okay. So, ich will ganz kurz gucken. Wir müssen, glaube ich, das Stückchen hier, ich bin mir nicht sicher, das habe ich, glaube ich, noch nicht komplett erkundet. Jetzt hier unter dieser Brücke durch. Ich möchte dann nach hier hinten gehen. Und eigentlich möchte ich die Macht der Mitte die Quest machen, die dort ist. Werde aber erstmal nach hier unten erkunden. Also wir sind quasi mitten im Erkundungstrip angekommen. War hier noch was? Nein. Es geht los mit Abessa ist... Naja, abgeschlossen ist falsch. Aber Abessa hat den Punkt erreicht, wo ich nichts mehr dafür tun werde. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber wir werden nichts mehr für Abessa tun. Punkt. Und
werden uns eher jetzt wieder der Main Story widmen. Und ich hatte ja gesagt, dass ich hier noch den Rest hier erkunden möchte. Und wir hatten ja so, bis hierhin war ich, glaube ich, hier noch nicht. Hier hatte ich, glaube ich, das Gebäude hier oben war man noch nicht, und diesen Bereich noch zu erkunden. Und dann wären wir ja fertig, hätten hier noch die Main Quest und würden danach wieder zu Zardom zurückgehen. Wir hätten also quasi alles geschafft, bis auf... ein was momentan, glaube ich, noch wichtig war. Wo war denn das? Ist das noch eine Quest? Nasty ist nicht der Punkt gewesen. Wir hatten noch einen Begleiter, der auf mich wartet. Das ist die Frage, wo die Quest hingerutscht ist. Wie hieß sie denn? Ich suche eine ganz bestimmte Quest. Und zwar, sie wollte eigentlich zurückgehen und dort sollten wir sie wieder suchen. Hier diese eine Frau, die wir hier rausbegleitet hatten, mit der wir hier oben waren. Aber wie hieß sie? Und gibt es für ihr noch eine Quest? Also, das ist sie nicht. Nein. 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 Hier, das ist es noch, die Quest. Neue Erkenntnisse. Die will ich noch machen. Da ist die Frage, ob wenn wir einmal hier unten sind, dass wir gleich einmal nach hier unten latschen. Weil, ja, das machen wir. Das macht Sinn. Wenn wir jetzt hier die Straße runter gehen wir einmal fix hier hin. Weil Kaya war ja für die Mainquest wichtig. Und sie hat uns ja auch auf den Trichter gebracht, dass Elex anscheinend mit ihr reden kann. Also, sie glaubt es. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Und wir da ja gucken wollen, wie, was, wo. So, ich möchte aber kurz hier schauen. Es sind hier neue Leute rausgekommen. Elex, sagst du? Glaubst du nicht, aber wir können ja mal kicken. Mhm. Ich kenne den Typen nicht. Okay, du wirst auch nichts mehr haben, ne? Und der hier stand, der war auch egal. Gibt's noch was? Ja, alles klar. Gut, dann möchte ich hier die Straße nach hinten gehen. Diese hier. Ich muss ganz kurz gucken. War die da? Das ist die hier unten. Wie kommt man denn da runter und wieder hoch? Wir laufen einfach hier lang und erkunden von hier unten. Dann hier zurück. Das ist ein guter Plan. Machen wir. Irgendwo muss ich ja anfangen. Was war das? Federvieh, okay. Die zwei lassen wir noch in Ruhe. Hier war ich, glaube ich, auch noch nicht drin. Zwei war übrigens, ich hatte noch die Pflanze dort gesehen, die ich nicht looten wollte. Es sieht ja auch nicht sonderlich gut hier aus. Jetzt eigentlich da lang, ne? Ja, wir hüpfen jetzt hier runter. Auch wissend, dass ich hier nicht wieder hochkomme, aber ich möchte diese Ecke hier einfach noch erkunden. Und wir müssen natürlich wie immer schauen, ist was hinterm Wasserfall? Nein. Okay, gut, aber wir haben geguckt. Die wichtigste Frage. So, da war noch eine Pflanze, die ich übersehen habe. Maximal verwirrt, ob ich hier richtig bin. Ja, hier will ich hin.
So, hier wollen wir, denke ich, nicht runterhüpfen. Auch wenn ich das gerne mal probieren möchte, eigentlich. Komm, wir hüpfen einmal hier runter. Ich möchte wissen, was passiert. Das ist ja eh der Weg, um den es geht. Oh. Okay, dann einmal kurz neu laden. Ich habe da oben noch nicht alles erkundet. So wie ich zu... Noch nicht zu meiner Zufriedenstellung alles erkundet. Ich will ja eh nach da unten, von daher... Wir hüpfen gleich da runter, erkunden diesen Weg, wie ich es angekündigt habe. Aber ich will wissen, ob hier noch irgendwas ist. Da... Also hier waren wir jetzt... Gehen wir noch hier gucken. Obwohl ich jetzt, ganz ehrlich, wir sind so am Rande der Karte hier, auch wenn hier noch Abwässer ist. Ne? Aber wir sind hier so am Rande der Karte. Hier ist Abwässer. Was ich... Hier möchte ich ein was mal positiv erwähnen. Ich meckere ja immer sehr viel. Dafür, dass wir gerade an irgendeinem Randfleck auf der Karte sind, ne, ist das hier noch unerwartet hübsch designt. Normalerweise hat man immer so, wenn man an den Rand der Karte kommt, hört es einfach so abrupt auf. Und schaut euch alleine mal das da an. Ja, das, selbst wenn es nur eine Textur ist, ja, irgendwann fehlen da hinten auch die Bäume, aber zu behaupten, das hier ist lieblos, finde ich, wird dem Ganzen nicht gerecht. Sorry, muss ich so sagen, wie es ist. Auf geht's nach unten. Ich bin verwundert über die liebevolle Designgestaltung des Randes der Karte. So, wir sind hier angekommen. Dann, hier geht's in die Richtung noch. Gut, dann fangen wir da an. Gehen wir erst hier hin. Das Elex da können wir ja nicht looten, das wissen wir. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie Bergbau funktioniert. Auch wenn ich es erlernt habe, ich habe bis heute keine Axt irgendwo gefunden. Keine Spitzhacke irgendwo gefunden, genau. Da waren wir auf dem Bergbau mit einer Axt. Keine Spitzhacke, um das irgendwie nutzen zu können. Daher, hm? So, warum ist hier ein Lagerfeuer? Und das hier ist immer noch... Dafür, dass das der Rand der Karte ist, finde ich, hat das Style. Sorry. Also... So schade es ist, dass die Karte so leer ist und ich da gerne drüber hate. Da fehlt noch was. So unerwartet hübsch. Ja, okay. So unerwartet hübsch ist der Rand der Karte. So laut dem Motto, etwas zu designen ist kein Problem. Ich wollte kurz mir dieses Kartenstück angucken, da... Da ist ja nichts Besonderes. Wenn jetzt hier alles noch vollgepackt wäre mit Monstern und Sachen zum Finden und sinnvollen Sachen wie bei Gothic, dann wäre es gut. Aber leider ist hier immer alles leer und das macht es ein bisschen schade. Aber naja, ich werde mich damit abfinden müssen. Also hier dürfen wir vermutlich auch nicht runterhüpfen. Sagt er und er springt. Ja. Hier kommen wir auch nicht mehr hoch, ich lade neu. Ich wollte eigentlich gar nicht sofort springen, aber ich habe es getan. So, waren wir jetzt hier schon? Nee, ich glaube nicht. Ja, hier waren wir nicht. Keine coole Wasserfallhöhle. Aber ein cooler Wasserfall. Er sieht unerwartet geil aus. Ich bin heute irgendwie so auf Landschaft. Was ist denn los mit mir? Ich bin gar nicht so der Landschaft gucke, aber heute irgendwie habe ich so den Minecraft... Oh, guck mal, eine generierte Welt. Ist das nicht schön? Tag. Ich weiß nicht, was los ist, ne? Aber manchmal habe ich das so, da gucke ich mir gerne Landschaften an. Und andere Tage gibt es, da gucke ich mir einen Berg an und denke mir, ey, das ist halt ein Berg. Das
I don't care. Lass mich in Ruhe mit diesem Berg, ne? Als ob jetzt ein Berg irgendwie wert wäre, 20 Sekunden mir das Ding anzugucken, ne? Wenn nicht geil aussieht, dann halt nicht. Also, warte. Ich weiß, ich bin Kulturbanause. Für alle, die das noch nicht wissen. Es gibt Leute, die können sich stundenlang Berge angucken. Für mich ist das so, ja gut. Berg? Ja, okay, geiler Berg. Okay, lassen wir. Wow. Monster? Gut, und dann laufen wir hier mal den Weg zurück. Jetzt sind wir hier hinten, das haben wir uns alles angeguckt, das haben wir uns angeguckt. Jetzt laufen wir diesen Weg hier zurück. Wenn wir hier hochkommen, müssen wir dann nur gucken, wie wir hier erkunden. Ich würde sagen, wir gehen dann zuerst nach hier hinten, dann hier hoch und versuchen hier den Anschluss zu finden und dann laufen wir hier die Straße runter. Ich habe einen Plan. Ich glaube nicht, dass ihr den verstanden habt, aber ich habe ihn verstanden. Das hier ist auch wieder so, einerseits echt hübsch designt, andererseits, ich meine, das muss ja nicht mal voll mit Monstern hier sein. Ne? Ich meine, hier geiles Versteck, ne? Gut, wir von da oben gesehen werden. Geiles Versteck, ist nur hier noch der Wasserfall dazu. Es muss ja nicht mal voll mit Monstern sein, aber es wäre so schön, wenn hier wenigstens, naja, irgendwie etwas wäre, etwas, es muss ja nicht mal was Besonderes sein, ich bin geneigt etwas sagen, etwas Besonderes, aber ey, das Lagerfeuer da hinten und die Landschaft zu erkunden, ist halt einfach nicht der Kick, der mir reicht. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Also vielleicht Skillpflanzen wäre noch was. So irgendwie so. Ich weiß nicht. Ich finde es einfach immer noch schade, dass die Landschaft so leer ist. Da catcht man mich nicht mit. Nicht mehr, wohlgemerkt. Nicht mehr. Vielleicht bin ich einfach zu alt dafür. Ich weiß nicht. Ein erneuter Wasserfall, wo wir tatsächlich gucken können, ob da was ist. Aber hier ist nichts. Okay. Sieht wie ein Abwasserrohr von Abessa aus. So, wo sind wir jetzt genau? Okay. Hat jemand tanken gesagt? Nee? Na gut, ich hab's trotzdem gemacht. So, dahin. Greift der auch schon an? Nein, noch nicht. Aber hier sind wieder unerwartet viele Monster. Eigentlich wollte ich zuerst mal kurz hier gucken. Ja, okay. Es wird voll. Gut, dann gehen wir zuerst jetzt hier hin und den Weg müssen wir noch zurück erkunden. Hier ist zumindest viele Monster sind hier. Das sollte aber kein ernstzunehmend großes Problem darstellen. Ja, die Viecher sind ein bisschen nervig, aber wir müssen ja nur im Kreis drum rumlaufen und ab und zu ihn bluten lassen. Halte ich im Bereich des Möglichen. So, magst du herkommen? Sehr schön. So, haben wir von denen schon Aggro? Sieht so aus. Gut, dann machen wir den noch. War zu früh. Oh, passte. So, und jetzt die alte Taktik. Oh,
die nicht funktionierte. War ja klar. Es war so klar. Habe ich noch Akro? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich habe noch Akro. Ich würde den gerne nächste Folge töten. Gut, wir speichern einmal. Ich spiele eh direkt weiter. Wir gehen in die nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage immer zum Schluss. Tschüss.